Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascals TechCheck und heute gibt es den heiß ersehnten zweiten Teil zur iSeeker IG400 Wildkamera und heute wollen wir mal die Kamera einrichten und dann auch selbstverständlich testen und uns dann zum Schluss uns hier die Aufnahmen uns anschauen. Also bleibt unbedingt spannend, bleibt daher bis zum Schluss dran und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich wieder und zwar nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Technikfreunde. Wie eben schon angekündigt, gibt es heute also mal den zweiten Teil zur iSeeker IG400 Wildkamera und zwar den Praxistest mit einer kleinen Einrichtung. Ich würde sagen, wir schwenken auch gleich mal kurz hier die Nahaufnahme rüber. Dann werden wir kurz hier das Ganze einrichten und natürlich auch hier selbstverständlich einmal kurz an den Baum anbringen und dann hier mal die Kamera für circa eine Woche lang laufen lassen und uns danach im Anschluss die Bilder und Aufnahmen uns anschauen. Noch eines vorweg, ich habe hier die iSeeker Wildkamera hier auf Amazon bestellt, die IG400. Die kostet roundabout 80 bis 90 Euro, kommt auf das aktuelle Angebot an. Und ich werde euch die selbstverständlich auch hier unten in der Videobeschreibung mit rein verlinken. Schaut dort mal rein, klickt dort mal drauf. Und dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt gleich mal kurz in die Nahaufnahme und gehen mal hier die Wildkamera im Detail durch. So, jetzt wollen wir mal die Kamera hier direkt einrichten und dann würde ich sagen, legen wir auch sofort los. Ihr konntet ja schon im letzten Video sehen, wie die Kamera praktisch hier daherkommt, was hier alles mit dem Lieferumfang dabei ist. Wir haben also hier die Batterien, dann haben wir hier den Gurt, wir haben eine tolle Bedienungsanleitung und auch ein USB-Kabel. Ja, die Batterien, die könnt ihr ganz einfach hier reinmachen. Wir machen das einfach mal kurz hier auf. Ich habe jetzt schon hier Akkus eingelegt, also wenn ihr die Batterien reinmachen wollt, macht ihr das hier auf, dann kommen die praktisch hier so rein. Ich habe jetzt in dem Fall dann, wie gesagt, die Akkus eingelegt. Dann machen sie praktisch den Mechanismus wieder zu und das passt soweit alles. Jetzt wollen wir uns mal kurz die erste Einrichtung anschauen. Wir werden mal gleich mal kurz in die Wildkamera aufmachen. Dazu klickt ihr ganz einfach hier so auf die Clips drauf und dann könnt ihr praktisch hier diese Kamera öffnen. So, jetzt haben wir die Kamera vor uns und da könnt ihr schon sehen, wir haben also hier zumindest mal das Display direkt auf der Kameraseite drauf. Was auch hier schon mal ein großer Vorteil ist, gerade hier, wenn ihr die Kamera an einem Baum befestigt, könnt ihr schon hier sehen, wo praktisch hier ungefähr das Kamerabild dann hinschaut. Ja, anmachen könnt ihr es ja ganz einfach, wenn ihr hier praktisch hier draufklickt auf On. Und jetzt kommen wir kurz zur Einrichtung, da können wir jetzt also schon die Sprache hier auswählen. Ja, hier habt ihr praktisch die Funktionstasten, die sind hier schön beleuchtet. Die kann man ganz einfach bedienen. Jetzt gehen wir mal kurz hier auf die deutsche Sprache und gehen hier praktisch hier auf OK. So, jetzt können wir Datum und Uhrzeit einstellen, auch das machen wir gleich und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Ich habe es also gerade eingestellt, wir haben also heute den 29.12.2022 und 15.25 Uhr. So, jetzt geht er einfach auf Weiter und da können wir es ja auch gleich mal kurz uns anschauen, dass hier die SD-Karte formatiert werden soll. Wir haben hier schon eine SD-Karte mit dabei, die ist praktisch hier schon mit im Lieferumfang dann integriert. Jetzt können wir einfach auswählen, ja, wir wollen die SD-Karte formatieren, dann klicken wir jetzt hier auf Ja, dann dauert das kurz einen Moment und dann sind wir praktisch hier schon im Menü. Jetzt könnt ihr sehen, die Kamera blinkt schon und wir haben praktisch auch hier schon das Kamerabild. Ihr könnt mich also praktisch hier direkt sehen und könnt auch immer gucken, was praktisch hier dann dabei rauskommt. Die Kamera schaltet sich jetzt hier automatisch in ein paar Sekunden ab und geht dann hier in diesen Echtzeit-Alarmbetrieb über. Wir wollen jetzt aber kurz mal hier uns das Menü uns anschauen. Ja, gehen wir kurz durch das Menü durch, damit ihr mal sehen könnt, was man hier so alles einstellen kann. Wir haben hier eine verzögerte Überwachung von 30 Sekunden zum Beispiel. Wenn ihr es da draufklickt, könnt ihr auch hier praktisch weitere Zeiten einstellen. Aber das passt soweit eigentlich alles. Wir haben hier einen Modus und zwar haben wir jetzt hier einen Fotomodus. Wir gehen mal kurz hier drauf und da können wir jetzt praktisch hier auswählen, was hier passieren soll. In unserem Fall wollen wir Fotos und Videos aufnehmen und gehen praktisch hier auf OK. Da kann man dann die Bildauflösung einstellen. Wir haben also hier die Auswahl 5 Megapixel, also eine 4K-Auflösung oder 3 Megapixel. Wir wollen aber hier in unserem Fall bei 5 Megapixeln bleiben und uns selbstverständlich auch hier nochmal die Auflösung uns anschauen. So, gehen wir weiter. Fotoserie können wir hier mal draufklicken. Da können wir jetzt praktisch sagen, dass man hier verschiedene Fotos in irgendeiner Reihenfolge haben möchte. Da können wir zum Beispiel hier sagen, 1, 2 oder 3 Fotos sollen praktisch hier erzeugt werden. Aber ich denke mal, ja, wir können ja mal 3 Fotos anklicken, dass es hier auch soweit eingestellt ist. So, gehen wir kurz weiter. Videoauflösung haben wir praktisch dann hier auch die Möglichkeit einzustellen. Die haben in unserem Fall 4K 30 FPS. Wir könnten aber auch 2,7K nehmen oder 1080p, also hier die Full HD Auflösung. Aber wir wollen selbstverständlich hier bei 4K-Auflösung bleiben und uns das dann nochmal ganz genau anschauen. So,
Dann haben wir nochmal die Videolänge, da können wir nochmal ein paar Sachen einstellen. Also die ist jetzt hier 10 Sekunden lang. Ich denke, das passt soweit eigentlich alles. Wir haben eine Loop-Aufnahme, dann haben wir hier den Intervall vom Bewegungsmelder, 30 Sekunden. Ich denke mal, das ist eigentlich soweit auch ausreichend. Wir haben die Empfindlichkeit. Auch hier können wir noch ein paar Sachen einstellen. Ich lasse es jetzt hier mal bei Mittel. Ich denke mal, das sollte auch hier soweit dann gut sein. Die Helligkeit von den Infrarot-LEDs können wir auch hier ebenfalls einstellen. Also zum einen mal Ökonomie, da sind sie besonders schwach. Wir haben hier ganz helle Einstellung oder die normale Einstellung. Wir lassen es mal bei der normalen Einstellung. So, dann haben wir nochmal die Timer-Einstellung und dann haben wir hier nochmal Zeitraffer, Sprache, Zeitformat und Co. Die Systemzeit, wir können hier praktisch auch den Namen der Kamera einstellen. Da könnt ihr praktisch hier nochmal ja, was machen. Ich denke mal, das bleibt so gut. Wir haben hier die Einheit der Temperatur. Könnt ihr schon sehen, wir haben jetzt hier also Fahrenheit. Wir wollen jetzt aber praktisch hier Celsius anzeigen. Und dann haben wir nochmal die Taste. Auch hier können wir praktisch schon mal gucken, was hier dann passiert. Und dann haben wir nochmal Aufzeichnung und Co. Stempel können wir auch hier praktisch ebenfalls dann reinmachen. Wir haben also hier den Datum- und Uhrzeitstempel. Das passt soweit eigentlich auch alles. Und dann haben wir hier ein Passwort, das wollen wir jetzt nicht vergeben. Wir können die SD-Karte formatieren, Standardeinstellungen zurücksetzen oder hier nochmal zum System gehen. Da haben wir dann praktisch immer die Möglichkeit, das Ganze hier abzudaten. Wollen wir jetzt auch nicht machen. Wir haben also hier nochmal die Version V2.1.02D. Sieht soweit auch gut aus und dann war es soweit, ja. Jetzt sind wir wieder ganz oben und jetzt würde ich sagen, gehen wir natürlich hier selbstverständlich mal raus und werden mal die Wildtierkamera hier an den Baum fixieren und dann mal ein paar Aufnahmen über einen Zeitraum von 1-2 Wochen dann hier uns aufnehmen lassen und dann werden wir auch hier uns die Aufnahmen gleich mal am PC anschauen. So, jetzt habe ich hier praktisch einen Baum gefunden, an dem auch die Kamera dran machen können. Da haben wir eine sehr gute ja, Sicht nach hier hinten. Und da würde ich jetzt mal die Kamera montieren und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, die Kamera wäre jetzt praktisch hier dran. Jetzt machen wir es einfach mal kurz an. Dazu machen wir es mal hier kurz auf. Also seitlich mal kurz hier so Clips auf. So. Und jetzt machen wir es einfach mal hier kurz an. So. Und jetzt könnt ihr schon sehen, jetzt bin ich praktisch hier im Bild. Und jetzt geht die Kamera natürlich auch gleich hier in den Modus über, wo es automatisch dann aufnimmt. Ja, jetzt würde ich so mal sagen, lassen wir es mal eine Weile lang hängen und dann gucken wir uns mal die Bilder zum Schluss an. So, jetzt befinden wir uns hier am PC und ihr könnt schon sehen, ich habe jetzt hier einfach mal die ganzen Aufnahmen auf meinem PC rüberkopiert und die werden wir uns jetzt mal so nach und nach anschauen und nochmal hier beurteilen, wie die Qualität und natürlich auch hier die weiteren Punkte dann sind. Also ich würde sagen, wir fangen mal da oben an. Da haben wir also ein schönes Bild jetzt hier vom Sonnenuntergang. Ja genau, ihr könnt mich auch hier schon sehen, wie ich da runterlaufe. Ja, sieht soweit gut aus. Die Bildqualität passt hier auch. Ich denke mal, ja, damit kann man auf jeden Fall hier wirklich gut arbeiten. Dann gehen wir kurz weiter. Da haben wir hier noch ein Bild bzw. ein Video, wie ich hier auch hier nochmal gerade durch die Kamera laufe. Auch hier erkennt man wirklich alles sehr gut. Da gibt es auch hier keine großen Kritikpunkte. So. Gehen wir mal kurz weiter, da haben wir hier nochmal ein schönes Bild, wo die Sonne jetzt etwas weiter weg ist. Auch hier bin ich gerade mal drauf, jogge gerade durch die Kamera durch. Da können wir vielleicht noch mal kurz das Video anschauen, so sieht es dann aus. Ich war da gerade mit meinem Hund unterwegs. So, gehen wir mal kurz weiter, schauen wir uns kurz hier ein paar Nachtbilder an. Da können wir schon sehen, wir haben also hier zwei Hasen drauf. Und ja, sieht soweit auch gut aus, die laufen praktisch hier einmal durchs Bild durch. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal dazu nochmal kurz das Video an. Das wäre jetzt praktisch das Video von den beiden Hasen. Die hoppeln da praktisch jetzt hier quer über die Wiese. Ja, soweit, so gut. Gehen wir mal kurz weiter. Was haben wir sonst noch drauf? Auch hier nochmal irgendein Tier, das praktisch hier gerade sich vor der Kamera befindet und gerade durchläuft. Hier nochmal das Video dazu. Auch hier könnt ihr erkennen, wie sich das praktisch verhält und was es gerade macht. Ja, auch sehr gut. Wir gehen mal kurz weiter. Was haben wir sonst noch drauf? Auch hier haben wir dann nochmal das gleiche Tier drauf. Ich denke mal, das ist jetzt hier nicht so interessant für euch. Hier ist es nochmal auf der rechten Seite, könnt ihr gerade erkennen, wie es da gerade rüberläuft. Ja, hier nochmal ein schönes Bild von dem Tier. Und ja, würde ich sagen, gehen wir mal kurz weiter hier. Ja, da bin ich nochmal drauf. Hier nochmal ein paar weitere Bilder. Hier nochmal ja, ein Hase, den wir hier erwischt haben. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz weiter hier. Auch hier haben wir nochmal ein kleines Video. Ja, ist nicht mehr viel drauf. Da unten können wir nochmal das Tier erkennen. Passt soweit eigentlich auch. Gehen wir mal kurz hier auf das Video drauf. Auch hier ist wahrscheinlich ein Fuchs hier auf die linke Seite rüber gelaufen. Ja, da können wir es dann nochmal vielleicht etwas besser erkennen. Da sehen wir nochmal das Tier im Detail. Wir gehen nochmal kurz weiter. Hier haben wir nochmal ein gutes Bild vom Fuchs. Das wurde also auch hier wirklich sehr schön aufgenommen, wie es praktisch hier runter rennt.
Und dann können wir uns vielleicht mal kurz ein Video anschauen. Und zwar haben wir jetzt hier das Video drauf vom Fuchs, was hier wirklich sehr gut aufgenommen wurde. Da könnt ihr schon sehen, der Fuchs, der verrichtet hier gerade seine Notdurft und dann wird er wahrscheinlich gleich abhauen. Also auch hier eine sehr schöne Aufnahme von einem wunderbaren Tier. Und da gibt es dann nochmal meinen Hund drauf. Da könnt ihr schon sehen, die Maya, so heißt der Hund, die läuft praktisch hier gerade einmal durchs Bild durch. Und da gibt es auch nochmal hier das passende Video dazu, damit ihr euch mal hier die Aufnahmequalität am Tag euch anschauen könnt. Ja. Soweit dazu, passt soweit eigentlich alles. Die Aufnahmen haben eine sehr gute Qualität, da kann man sich nicht beschweren. Auch sonst ist hier die Fehlalarmierung sehr gering. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt gleich wieder hier, kommen zum Fazit mit den Vor- und Nachteilen. Ja, liebe Technikfreunde, das Video neigt sich jetzt also langsam dem Ende. Ich würde sagen, es wird also Zeit für ein Fazit. Ihr könntet also sehen, wie man praktisch diese iSeeker IG400 Bildkamera einrichtet, wie man die praktisch an einem Baum ganz einfach montiert und auch hier, wie die Aufnahmen dann aussehen. Zweitens ist das Kamerasystem wirklich hier sehr gut. Wir haben ein sehr gutes Objektiv, wir haben eine lange Akkulaufzeit, eine einfache Einrichtung und auch sonst sieht die Kamera wirklich sehr zuverlässig aus bei allen Wildtieren, die praktisch hier vor die Linse hier gelaufen sind. Ich finde also hier praktisch keinen negativen Kritikpunkt. Sieht soweit gut aus, macht einen guten Eindruck. Ich denke mal, die Wildkamera ist auch hier für euch was. Wenn ihr praktisch hier sehr hochauflösende Aufnahmen haben wollt in 4K, ist die praktisch hier auf jeden Fall wirklich sehr empfehlenswert. Ich werde euch selbstverständlich in die Videobeschreibung mit rein verlinken. Schaut dort mal rein, klickt dort mal den Link an und dann würde ich sagen, war es das hier zu diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.